Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show hier auf meinem Kanal InXFansTalk. Ja, ich bin hier jetzt der neue König und ich zeige euch jetzt die offiziellen Sharina-Mitglieder. Da haben wir zum einen den Kivito, Kevin. Hallo. Hallo. Und den Real Steel, Frederik. Hi. Hi. Ja, wir drei bilden jetzt das offizielle Sharina-Bauteam. Dann gibt es noch halt das inoffizielle. Das werde ich euch irgendwann auch nochmal vorstellen, aber heute nicht. Heute beschäftigen wir uns mit dem, was wir schon in der letzten Zeit jetzt hier gemacht haben, was ihr auch schon im Film gesehen habt. Und wenn ihr euch fragt, warum die beiden denn so ungefähr gleich aussehen, das liegt daran, dass die beiden noch kein Minecraft offiziell haben. Bam! Ja, ja. Weiter. Wow, super! So, ja. Dann, ja, würde ich mal sagen, fangen wir mal an, ne? Ja. Ja. Gut. Dann erzähle ich euch jetzt mal, wo wir hier uns hier gerade befinden. Und zwar befinden wir uns jetzt schon am neuesten neuen Spawn. Und zwar, wenn wir einfach mal hier rumfliegen, sehen wir mal, wir haben hier jetzt gerade noch vor der Aufnahme alles mit World Edit ein bisschen verfeinert und ein bisschen hier, ja, alles schöner gemacht. Berge gesetzt, so wie ich das einmal haben wollte. Könnt ihr es mal angucken. Ist noch nicht alles fertig, weil hier fehlen noch ein bisschen, wir brauchen noch Blumenkinder, hier müssen noch Gras und Blumen gesetzt werden, wie man hier auch sehen. Wir haben schon ein bisschen was gemacht, aber noch nicht alles. Du hast nicht das Wort benutzt. Welches Wort? Das du sonst benutzt hast. Ey, nein, ich sag XP drauf, das nein. Hier spawnen schon die ersten Tierchen, die ersten Schafe, ein Hund war auch schon irgendwo zu sehen. Ja, also hier war früher ganz viel nix. Hier war ja halt Wasser, ein Fluss so ähnlich. Und ja, jetzt haben wir hier einen Berg rumherum gemacht. Ich finde das jetzt einigermaßen schöner. Sieht schöner aus. Ja, finde ich auch. So, und ja, das ist jetzt halt der neue Spawn hier. Jedenfalls spawnt ihr jetzt, wenn ihr auf die Welt kommt, hier oben. Das wird ja auch noch geändert. Ja, es wird auch noch ein bisschen geändert, das wird vielleicht noch ein bisschen hintergesetzt werden, sodass man nicht gleich hier drauf sieht. Und dann guckt man hier lang, geht hier runter, vor, dass man sich nicht alle Beine bricht. Ja, du steckst voll in meinem. So, dann kann man sich hier ein Boot aussuchen und losschippern. Kevin, sei froh, dass du nicht schwimmen musst. Haha. Wer ist denn zuletzt hier? Ey, wer du ja, fliegst jetzt, ne? Alter. Leute. Ja, bei mir das gerade ein bisschen. Weil wie er voll den Kopf verdreht hat. Mein Boot ist kaputt gegangen, warum weiß ich nicht. Ey Marius, du sitzt da gerade so krüppelig drin. Ja, du hast eben auch krüppelig drin gesessen. So, das kennt ihr ja schon hier diesen Bereich, den habe ich euch schon mal vorgestellt. Was in der Kiste drin ist, zeige ich euch jetzt nicht. Nein! So, hier darf auch noch sich ein bisschen verändern. Hier, das bleibt auch nicht so, wie es jetzt hier ist. Das will ich auch noch ein bisschen. Das Ei nehmen wir mal mit. Ja. Ich denke, sollen wir denn noch das. Ich denke mal, wir machen noch das gekenterte Schiff dahin, ne? Ja, das machen wir auch noch. Das meinen wir auch noch alles. Stimmt. Machen. Die Laternen haben sich hier schon einmal geändert. Die sind jetzt alle, die ungefähr werden die Laternen überall in der Welt so zu sehen sein. Also 4 hoch und dann mit Stone Slabs einmal die Laternen festgemacht. Ganz normal. So, wir gehen jetzt zu der ehemaligen Stadt Kyotus, die jetzt den neuen Namen trägt, New Victoria. Das ist ja unsere Steampunk-Stadt und hier haben wir ja die beiden Statuen, die den Eingang, also den Haupteingang von der Welt markieren. Also es wird natürlich, es gibt noch andere Eingänge in dem Sinne, aber hauptsächlich ist das hier der Haupteingang. Ja, ich renne mal in Bäume rein, sollte man wissen. Du rennst immer in Bäume rein, das haben du, bist auch immer, du nimmst immer alle Bäume mit, ne? Ja, ja. Ja, und pflanzt sich dann bei mir zu Hause an. Jetzt kommen wir hier auch zu dem Tunnel, der auch noch nicht fertig geworden ist. Weil irgendwie kein Bock, keine Zeit und immer wieder vergessen aufgeschoben wurde. Und da wir auch immer jetzt mit Sharin beschäftigt waren, ist das hier natürlich ein bisschen Vergessenheit geraten. Immer wenn ich hier lang gehe, ja, dann sage ich immer, ja, das muss auch noch gemacht werden. Aber irgendwie vergesse ich es trotzdem immer. Also ungefähr soll es dann hier so aussehen. Aber das wird man dann alles kopieren und einfügen. Dann geht es auch alles schneller. Beim nächsten Mal verspreche ich. Und dann werden auch alle Redstone-Laternen an sein. Nein, so. Das soll so sein, dass einige ausgefallen sind. So. Das soll so. So, dann kommen wir jetzt hier auch zum Eingang von New Victoria. Wo auch viel,
wo die beiden in Lese noch gar nicht viel gemacht haben hier. Das hat sich ja, das Renovator hat sich jetzt ein bisschen, das ist halt ein bisschen verändert. Ja. Hier hat auch viel das Inoffizielle mit drin gebaut. Also den Inoffiziellen sind der Mega Racer, die Melanie, der Jan. Ja, Melanie hat ja die Brücke hier gebaut, ne? Ja, die hat vieles hier gebaut. Oh, die ist so cool, die Brücke. Ja, finde ich auch. Hier geht es halt sowieso runter und dann kommen wir hier rein. So, erstmal hier halt ganz normal, natürlich noch nichts, hier in einer kleinen Allee. Hier das Bauernhaus, was Jan damals gebaut haben sollte und hat total gefailt. Weil er sollte eine bestimmte Dachart machen und zwar nennt sich diese Dachart, dieses hier rundgehende, dann Krüppelwalmdach. Das ist eine ja verbreitete Form gerade bei Bauernhäuser und das hat er beim besten Willen nicht gekriegt. Also muss ich das ganze Haus mal abreißen und neu bauen. So, die ganze Stadt ist hier im Steampunk-Stil aufgebaut. Also Steampunk. Gerade der Turm. Gerade der Turm, ja. Ja, der besonders. Richtig. Episch. Ja, und hier sieht man auch die Flaggen von New Victoria, hellblau und weiß. Ungefähr so ähnlich wie die bayerische, aber hier wird keine Weißwurst gefressen, hier wird Blauwurst, genau. Genau, Blauwurst, ja. Hier kommen wir zu dem Marktplatz, den man auch schon aus dem zweiten Sharing kennt. Den gibt es auch nochmal im jetzigen Sharing, aber als Hauptbar, also als Nebenmarktplatz. Hier können wir dann und halt. Und größer und besser. Ja, größer und besser. Und hier kann man halt dann, hier kann man mit 12 Emeralds ein Diamantschwert erwerben. Das ist halt alles, ich finde das sehr geil mit diesem Trading-System. Also ich hoffe, dass wenn das jetzt auch noch sich so ein bisschen ausweitet in 1.4, wird das auch ziemlich geil werden. So, dann kommen wir jetzt hier zum Hafen. Der Hafen ist auch ziemlich geil. Weil der Hafen. Freddy, runter von meinem Rasen! Ja. So, ist gut, Kevin. Da ihr nicht so wirklich viel mit habt, können die beiden jetzt hier nicht so viel zu reden. Hier haben wir zum Beispiel ein Trockendock, welches geflutet werden kann. Mit diesem kleinen Gimmick. Muss selbst zugeben, hier war ich noch gar nicht so oft. Also Charin ist so groß. Ja, also ja. Irgendwie fühlt sich das ja nicht auf. Ne? Ja, nicht ganz, aber die Fantasie kann man ja trotzdem nicht mehr. Ja, ja. Kleines ja, Gimmick ja, hier, ja. Wenn das Wasser läuft, ist hier die Redstone-Lampe an. Und wenn das Wasser aus ist, sollte sie aus sein. Ja, und ist sie jetzt aus. Dann kann man hier runtergehen, wenn das Wasser halt wieder weg ist, theoretisch, und dann kann hier gearbeitet werden. Das Ganze hier. Das ist ein Thron, da sind Sachen drin. Für die Arbeiter. Dieses ganze Trockendock kommt auch aus dem zweiten Charin, aus dem zweiten Kilotus damals. Daran hat der gute Paradox 36, der Mintkraft hat ihn auch genannt, Marco, dran mitgearbeitet oder hat es gebaut. Und ich wollte viele Sachen aus dem zweiten Kilotus halt hierher setzen. Und da habe ich halt das genommen, genau wie das Haus hier. Ursprünglich kommt es aus dem Server Tauten, aber da Tauten in dem Sinne ja nicht mehr so existiert, sondern nur noch die Stadt Meldoran, an der der Patrick zur Zeit baut, habe ich das übernommen. Auch als kleines Gimmick darüber. Auch diese Kräne hier, diese Container-Kräne, kommen auch aus dem zweiten Charin, aus der zweiten Charina-Welt, aus dem Pilotus. Genau wie die Schiffe. Woher kommen eigentlich die Schiffe? Achso, ja. Ja, die hat doch nach 2 Tagen durchspielen gebaut, oder nicht? Ja, die Schiffe sind nach der Idee von den Fire-OK-Servern, aber die sind da ein bisschen größer und ein bisschen bombastischer als die hier. Ich hatte mir damals die Aufgabe gemacht, die einfach komplett nachzubauen und naja, das ist daraus geworden. Sehr holzlastig, wie ich finde. Am liebsten würde ich das noch ein bisschen ändern, aber. Naja. Ich will die Spitze ändern, aber. Ja, irgendwann mal. Jetzt nicht. So, der Leuchtturm. Wenn du vielleicht nochmal einen Schaub nimmst. Ja, wahrscheinlich. Der Leuchtturm auch aus dem zweiten. Nee, gar nicht wahr. Der Leuchtturm kommt aus dem ersten sogar. Also, der ist noch Bestandteil dieser Welt hier gewesen. Oh, ich bin so gerührt. Ja, und die. Sieht aber so schön aus. Ja, das ist Steampunk halt. Das ist halt ein richtiger Steampunk-Leuchtturm. Und die Luftschiffe, die in einer Steampunk-Stadt nicht fehlen dürfen. So, und jetzt kommen wir zu dem, sag ich mal, wirklich gebauten von Melanie. Hier haben wir ein Windrad, das hat sie gebaut. Und einen Kran, der auch mit Erdgas betrieben ist, in dem Sinne. Das war ihre Idee halt. Keine Ahnung. Man müsste sie fragen, wie sie das gedacht hat, aber sie hat leider kein richtiges Headset. Das ist das Problem. Das hier ist auch von mir gebaut worden. So, aus so eine kleine Steampunk-Hütte hier.
Das ist auf jeden Fall richtiger Steampunk, auch in den, auch inspiriert von mehreren Sachen gleichzeitig. Dieses Haus hier hat der Harald, der Hendrik, gebaut. Eigentlich sollte es in der Schrein auftauchen, aber ich habe gedacht, hier passt es besser hin, weil es auch ein bisschen mehr Steampunk-mäßig aussieht, hier mit dem Holz und dem Stein. So, hier mit den Falltüren hier so. Ja, und hier habe ich mich auch mal komplett neu mal inspirieren lassen von Bausti. Das ist so, hier trifft mit denen seine wirklich, ja,